Gießen, Berliner Platz. Mit der vierten Mahnwache in Folge gedachten am Montagabend auf dem Berliner Platz rund 400 Teilnehmer erneut der Opfer der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan. Angesichts der weiter dramatischen Situation im Kernkraftwerk Fukushima forderten die Demonstranten, wie in den vergangenen Wochen, die Abschaltung der Atomanlagen in Deutschland. Redner der Anti-Atom-Mahnwache war diesmal Professor Horst Eberhard Richter. In meinem Vortrag geht es heute um die Kernkraft und um den Ausstieg aus der Kernkraft und darum, Druck zu machen. Denn ohne den Druck von unten wird das nach dem Moratorium eventuell wieder einschlafen. Die Leute sind jetzt nach Japan zunächst einmal sehr aufgeregt, aber das kann eben sehr schnell wieder weggehen und wir müssen aufpassen, dass diese Unruhe bleibt und diese Forderung nach Ausstieg. Das ist das Entscheidende. Aber jetzt gibt es ja, so scheint es, eine Wende. Jetzt ist ja plötzlich also durch alle Parteien hindurch ein Wachwerden und eine Erregung und eine Klarheit. Wir müssen aussteigen. Es gibt keine endgültige Sicherheit durch Optimierung der Technik, sondern die einzige wirkliche Sicherheit, die kommt aus unserem Gewissen.